Und die russischen Behörden haben diesen Monat auch strafrechtliche Ermittlungen gegen zwei Verbündete Nawalnys eingeleitet. Der Vorwurf, die beiden hätten Gelder für Nawalnys politisches Netzwerk gesammelt. Das Netzwerk war im Juni per Gerichtsurteil verboten worden. Nun gehen die Behörden zum ersten Mal auf der Grundlage dieses Urteils gegen Unterstützer des Kreml-Kritikers vor, auch wenn diese bereits im Ausland leben. Für die Opposition ist klar, dass Präsident Putin einen Monat vor den Parlamentswahlen seine schärfsten innenpolitischen Gegner auch finanziell stärker unter Druck setzen will. Mit seiner Drohne will er aufklären. Semyon Kotschkin dreht heute im Dorf Jadrin in der russischen Republik Tschuwaschien. Der Aktivist und Blogger überfliegt das Reich eines bekannten Lokalpolitikers und Unternehmers, wie er sagt, filmt die Pferdezucht des Sohnes und das Ferienhaus am Fluss. Für Semyon ein Beispiel für das Machtmonopol der regierenden Partei Putins, einiges Russland. Die Familie eines regionalen Abgeordneten hat einfach das Ufer hier abgesperrt und für sich beansprucht. Ich mache darüber ein Video und schreibe eine Beschwerde an die Staatsanwaltschaft. Das Ufer muss gesetzlich für alle zugänglich sein. 4 Jahre lang war der 27-Jährige Koordinator im Büro von Alexei Nawalny in der regionalen Hauptstadt Chebaksari. Doch im Juni hat ein Gericht das russlandweite Netzwerk des Oppositionspolitikers als extremistisch eingestuft und damit de facto verboten. Svobodu! Svobodu! Semyon Kotschkin organisierte die Demonstrationen gegen die Verhaftung Nawalnys in Chebaksari im Januar. Am Tag zuvor bekommt er bereits Besuch von der Polizei, muss fast einen Monat ins Gefängnis. Kotschkin habe extremistische Materialien verbreitet, entschied ein Gericht. Deswegen darf er bei den Wahlen nicht mehr kandidieren. Jegliche Verbindung mit dem Namen Alexei Nawalny und seinen Organisationen scheint für Wladimir Putin ein rotes Tuch zu sein und für die Behörden ein Grund zum Wahlausschluss. Die Organisation, über die Sie sprechen, hat öffentlich zu Massenunruhen aufgerufen und öffentlich versucht, Minderjährige in Straßenproteste zu locken. Und das ist in Russland illegal. Sie hat öffentlich Anleitungen gegeben, wie man zum Beispiel Molotow-Cocktails baut, um sie gegen die Polizei zu verwenden. Von solchen Anleitungen weiß Semyon Kotschkin nichts. Seit dem Extremismusurteil haben viele frühere Koordinatoren der regionalen Nawalny-Büros Russland verlassen. Doch Kotschkin will seine Region und seine Heimatstadt Chebaksari verändern. Hier leben fast 500.000 Einwohner. Dieses Jahr wählen die Menschen hier Kandidaten ins regionale Parlament und in die russische Duma. Weil er nicht kandidieren kann, setzt Kotschkin auf seine kreml-kritischen Videos. Auf YouTube bekommt er tausende Klicks. Werde ich auch nach der Wahl sagen, dass Putin ein widerlicher Präsident ist, dass er gehen soll und dass er die Verfassung für sich selbst umgeschrieben hat? Ja. Ich gehe davon aus, das Regime kann sich in jedem Moment ändern. Es ist so instabil, auch wenn die Regierung uns ständig beweisen will, dass es hart wie Stahl ist. Ich will unbedingt, dass in den nächsten 5 Jahren oder schon früher Veränderungen in unserem Land beginnen. Semyon Kotschkin bleibt unbeirrbar optimistisch. Heute nimmt er einen Teaser für sein nächstes Video auf. Der Aktivist ist überzeugt, die Unzufriedenheit mit Wladimir Putin und seiner Partei Einiges Russland sitzt in der Gesellschaft tiefer, als es scheint.